bringe Spargel mit. 20 Pfund, ja? Spinnst du? Ist noch viel zu teuer. Im Königshof steht er seit 2 Monaten auf der Karte. Die Saison ist doch gleich vorüber. Königshof. Wir ein 3-Sterne-Restaurant. Bei uns gibt Spargel erst, wenn er unter 5 Mark fällt. Solange tut Schwarzwurzel auch. Sonst noch was? Ja, lass dir nicht wieder vergammelte Bohnen angehen. Die Hälfte habe ich wegschneiden. Dann fahr du doch zum Großmarkt jeden Morgen. Du kannst aber deine religiösen Freiübungen nicht machen bei dem da, bei deinem. Guten Morgen. Frau Gessler. Ich hoffe, mein Mann hat Sie nicht geweckt. Nein, nein, ich möchte ja auch zur Frühmesse. Na dann Halleluja. Kommen Sie. Na, wieder nüchtern? Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, Herr. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das klar machen soll. Ich muss wissen, wo Annemarie ist. Ich habe für diese Frau alles aufgegeben. Meine Firma, mein Beruf. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Alles, wie ich jetzt denke, wie ich jetzt fühle. Machen Sie sich da nichts vor? Ich liebe Annemarie. Sagen Sie das nicht mir, sondern ihr. Gern. Wenn Sie mir sagen, wo sie ist. Warum haben Sie ihr nicht von Anfang an gesagt, dass Sie verheiratet sind? Das ist so eine Formalität. Ich hielt das für belanglos. Ich habe diese Frau seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Bitte, Herr Kempfert. Kommen Sie mit. Wohin? Zur Betriebsversammlung bei Dannecker. Nein. Was ist denn in den gefahren? Wann geht's los? Ist schon losgegangen. Aber die Rede vom Betriebsrat können wir uns sparen. Es ist immer dasselbe. Weg von der Tür. Was ist denn los, Herr Stutz? Ja, was wollen Sie? Waschen und legen, wie alle 14 Tage. Heute nicht. Warum denn nicht? Wegen der Frau in der Kirche? Welche Frau, Frau Bebel? Herr Stutz, was ist mit Ihnen los? Mir kriegt ja direkt Angst. Man könnte ja fast meinen. Was? Was könnte man meinen, Frau Bebel? Sie hätten was mit der Frau. Was ist das Ende? Ja, sie ist ja schon ein bisschen auffällig. Aber doch recht apart. Ja, apart. So kann man es auch nennen. Ach, Herr Stutz, ich begreife Sie nicht. Sie sind doch ein Mann in den besten Jahren. Wozu das ganze Theater? Es will Ihnen doch keiner was. Und Sie sind ja nicht verheiratet. Aber das ist es ja gerade, Frau Bebel. Ich bin nicht verheiratet. Verstehen Sie denn nicht?
Wenn ich verheiratet wäre, wäre ja alles in bester Ordnung. Ja, Moment mal. Vielleicht können Sie... Es ist zwar nicht mehr die Jüngste, aber wenn ich Ihnen neue Dauerwellen mache, kostenlos, versteht sich, und Sie ein bisschen aufmotze, ja, dann könnten Sie doch meine Frau sein, oder? Herr Stutz! Frau Bebel, ich brauche meine Frau, ja, und zwar sofort. Ja, ja, schon, aber ohne mich. Nur für ein paar Stunden, Frau Bebel, bitte. Herr Stutz, sind Sie denn verrückt? Bitte, Frau Bebel. Nehmen Sie doch die Finger davon. Ich bitte. Was gibt's denn bitte, sowas? Lass Frau mich Bebel. Los! Frau Bebel, bitte! Du Rindvieh! Na schön, was willst du? Was ich Ihnen zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Auch wenn der Betriebsrat so tut, als handle es sich um die üblichen Auseinandersetzungen um Prozente und Vergünstigungen. Es geht diesmal um mehr, um viel mehr. Es geht um alles oder nichts. Manche von Ihnen, die meinen Vater noch gekannt haben und die schlechte Zeit nach dem Kriege mitgemacht haben, werden sich erinnern, es ging auch damals um alles oder nichts. Und damals haben alle zusammengehalten, vom jüngsten Lehrling bis hinauf zum Chef. Warum? Weil es gar nicht anders ging, weil es allen gleich dreckig ging. Darum. Und weil keiner wusste, ob es weitergeht oder nicht. Und bis vor wenigen Wochen wusste auch hier keiner, ob es mit dem Werk Eberfeld weitergeht oder nicht. Sie alle kennen die Auftragslage. Sie haben mitgekriegt, dass der Aufsichtsrat der Dannecker AG für die Schließung des Werks Eberfeld plädiert hat. Und deshalb habe ich die Fabrik aus dem Konzern herausgelöst und zurückgekauft. Man hat mich für verrückt erklärt und übrigens nicht zum ersten Mal. Und vielleicht bin ich es auch, wenn ich glaube, dass dieses Werk, das Stammwerk der Dannecker AG, das mein Vater und ihre Väter zusammen aufgebaut haben, nicht einfach wegen ein paar schlechten Bilanzen dicht gemacht werden darf. Dieses Werk ist zu retten, wenn alle wie damals an einem Strang ziehen. Das heißt, vollen Einsatz fahren, und durchhalten, bis die Produktion auf die neue Technologie umgestellt ist. Es hängt von Ihnen ab, von Ihnen allen. Ich bin leider zu alt dazu, für dieses Abenteuer, aber ich beneide Sie. Entschuldigen Sie, wenn ich sentimental werde. Ich habe mich entschlossen, Ihnen, meinen Mitarbeitern, Werk Eberfeld zu schenken. Ich bin überzeugt, das ist im Sinne meines Vaters. Und zum Besten von Ihnen allen. Ich danke Ihnen. Das kann ich. Vater! Herr Groninger! Kommen Sie bitte! Herr Groninger! Jetzt geht's los. Wie stellt der Chef sich das Herr mal Kämpfer, vor? Bitte! Und? Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Abstimmung, denke ich, und dann müssen die Anwälte ran. Was für ein Durcheinander. Sind Sie so nett und setzen mich bei Dannekers zu Hause ab? Ja, strengen Sie ein.
Okay, da war schon sehr viel Schönes dran. Wollen Sie mal hören, kommt der Haug? Sie? Hallo, Herr Haug. Was wollen Sie? Ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Ist es jetzt soweit? Hat Annemarie Sie endlich durchschaut? Sie ist verschwunden. Und ich habe gehofft, dass Sie mir vielleicht sagen können, wo sie ist. Na, Sie haben Humor. Also was ist? Kommen Sie? Ja. Sie wird schon wieder zurückkommen. Bitte, Herr Haug. Es geht nicht nur um mich, es geht um Annemarie. Glauben Sie nicht, dass es mir leicht fällt, ausgerechnet Sie damit zu belämmern. Sie sind meine letzte Chance. Sie kennt sie viel länger als ich. Wissen Sie, ich liebe Annemarie. Immer noch. Aber manchmal ist das wohl zu wenig. Man klammert sich an eine Liebe und dann erstickt man sie. Was haben Sie denn gemacht? Nichts. Das heißt, sie glaubt, dass da was ist, aber ich muss mit ihr reden, bitte. Na schön. Es hat auch keinen Sinn, wegzulaufen. Versuchen Sie es. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn Annemarie gezwungen wird, sich zu entscheiden. Versuchen Sie es in Lichtental. In Lichtental? Wo da? Sie hat eine Tante bei den Zisterzienserinnen. Im Kloster. Und grüßen Sie sie von mir. Ich... Ja? Ja. Ich habe ja immer noch meine Musik. Aber Sie? Was haben Sie? Danke, Herr Badusch. Na, ihr zwei? Danke, Pfarrer. Cäsar, raus. Ja, grüß Gott, Frau Müller. Ist Herr Danneker da? Ja, aber hat Besuch. Oh, nein, nein, kommen Sie ruhig rein. Ich glaube, er ist ganz froh, wenn er den Ami los ist. Der ist ihm schon gestern auf die Nerven gegangen. Ihr zwei, raus mit euch! Cäsar, Leopold! Ich denke, Sie waren in der Schweiz und haben parieren gelernt. Ah, schön wär's. Raus mit euch! Entschuldigung, Herr Danneker, aber der Herr Pfarrer ist da. Oh, ja, ich lasse bitten. Sorry, I have an appointment now. Oh, never mind. Sie bleiben. May I introduce you to Mr. Taylor, Mr. Kempfert? Nice meeting you. Hello. I'm sorry to interrupt. Oh, no, no, I was just going. And if you ever change your mind, you know where to reach me. I do, but I won't change my mind. Oh, you can never tell. And you'll never get a better offer, that's for sure. Okay. Waren Sie in der Versammlung? Ich habe Sie gar nicht gesehen. Deshalb bin ich hier. Eine schöne Überraschung, was? Aber ich habe einfach genug. Und Sie glauben, damit ist das Problem aus der Welt geschafft? Was soll ich machen? Wenn die es nicht schaffen, alle zusammen, weiß ich auch nicht, bitte. Ganz schön riskant, finden Sie nicht auch? Ohne den Konzern im Rücken? Na, so groß ist das Risiko auch nicht. In ein paar Monaten kann die neue Produktionslinie stehen und dann, wissen Sie, wer das eben war? Ja. Mr. Taylor, Juniorchef von ACC. Er hat mir doppelt so viel geboten für die Fabrik, als sie wert ist. Aber bitte verraten Sie das niemandem. Und Sie haben abgelehnt? Ja. Er hätte das gedacht, dass ich einmal reich werde. Das Alter, ne? Manchmal kommt mir alles so kindisch vor. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Tja, und interessanterweise heißt es nicht, wenn ihr nicht seid oder bleibt wie die Kinder, sondern werdet. Anscheinend muss man durch alle Stadien durch,
um wieder in dieser reinen Einfalt leben zu dürfen. Sie meinen, ich bin einfältig? Selig die Einfältigen, nicht die Dummen. Einfalt ist eine sehr schwer erlernbare Tugend. Keine Sorge, wir beide sind davon noch weit entfernt. Bleiben Sie zum Essen? Sie tun mir irgendwie gut heute. Ich muss leider gehen. Eigentlich bin ich nur gekommen, um Ihnen zu gratulieren. Und ich muss sagen, ich habe einiges von Ihnen gelernt in der kurzen Zeit. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ein Kamel manchmal doch durch ein Nadelöhr geht. Danke. Bitte. Für das Kamel. Wollen Sie nicht doch bleiben? Nachher kommt meine Tochter und Ihre Anwesenheit. Ich meine, Sie könnten einen ganz guten Puffer abgeben. Tut mir leid, aber ich habe noch zu tun. Und ich habe niemand, dem ich meine Firma schenken kann. Wieso? Schenken Sie die Kirche doch Ihrer Gemeinde. Das geht leider nicht. Sie gehört ihr schon. Auch wenn sie es nicht wissen will. Sie schickt mir der Himmel. Der Himmel? Ich habe einen Termin bei Ihnen. Waschen und legen. Sie müssen mir helfen, Frau Doktor. Sie sind meine letzte Hoffnung. Was ist denn passiert? Die Katastrophe ist eingetroffen. Das ist passiert. Sie zittern ja. Sind Sie krank? Frau Doktor, ich brauche eine Frau. Heute Abend für 2 bis 3 Stunden. Herr Stutz. Nicht, was Sie denken, Herr Jemine. Wofür halten Sie mich? Nein, ganz in Ehren. Nur zum Abendessen. Also das müssen Sie mir schon erklären. Sie wollen mich zum Abendessen einladen? Nein. Das heißt ja. Sie sollen das Abendessen kochen bei mir. Und für mich und eine gewisse Edeltraut Gesswein aus Düsseldorf. In Düsseldorf veranstaltet unsere Innung immer ihren Jahreskongress. Die Friseuga. Und Frau Gesswein und ich, wir haben, wir sind, Sie haben ein Verhältnis. Ja, so könnte man es nennen. Allerdings ein sehr loses Verhältnis. Nein, ich meine ein lockeres Verhältnis. Nein, ach, Sie wissen schon, was ich meine. Sie meinen keine tiefere Beziehung? Genau. Tiefere Beziehungen machen mich nervös. Vor allem längere, tiefere Beziehungen. Sie meinen eine eheliche Bindung? Ja, Sie sagen es. Der bloße Gedanke macht mich krank. Ein wildfremder Mensch in meiner Wohnung, immer. Jeden Tag, von morgens bis abends. Und abends bis morgens sind das unmöglich. Ja, manchen gefällt es. Ja, mir nicht. Wenn Sie jeden Tag 5 bis 10 Ehefrauen unter der Haube hätten und mit anhören müssten, was sich bei denen zu Hause so alles abspielt, nee, da gehe ich lieber ins Kloster. Das mag ja alles stimmen, aber was hat das mit mir zu tun? Viel. Viel, Frau Doktor. Jetzt kommt's nämlich. Edeltraut vermietet zur Messe immer ihr Gästezimmer. Sehr gemütlich. Naja, und was kann ich dafür, dass ich auf Frauen diese magische Anziehungskraft ausübe? Das ist direkt gespenstisch irgendwie. Und, naja, also. Und naja, na, da ist es eben passiert. Magisch. Mhm. Tja. Und jetzt auf einmal, nach der letzten Friseuga, da fängt es da vom Heiraten an. Ja, verstehen Sie das? Dabei habe ich hier von Anfang an gesagt, dass ich schon verheiratet bin. Aha. Ja, was denken sich solche Frauen eigentlich? Einen glücklich verheirateten Mann heiraten zu wollen. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Ja, aber das glaubt sie doch. Deswegen finde ich seine Unverfrorenheit sondergleichen, dass sie auf einmal jetzt hier antanzt. Auf Geschäftsreise. Ha, dass ich nicht lache. Die will doch nur, dass meine Frau was merkt und sie scheiden lässt oder sowas. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Doch. Und zwar mit Ihnen, Frau Doktor. Moment mal, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Heute Abend lade ich Frau Gesswein zu uns nach Hause ein. Naja, was ist denn schon dabei? Wir haben uns zufällig auf der Messe kennengelernt.
Meine Frau ist sehr großzügig. Wir sind glücklich verheiratet. Edeltraut merkt, dass sie keine Chance hat und zieht wieder ab. Na, was meinen Sie, Frau Doktor? Sie kriegen auch Ihre Dauerwelle umsonst, auf Lebenszeit. Nein, nein, das kann ich nicht, Herr Stutz. Wirklich nicht, bin, ausgeschlossen. Nur einen Abend, da wo ich doch Ihr bester Kunde bin. Na, ich habe doch zigtausend in Ihrer Praxis gelassen. Eine Hand wäscht die andere. Ich kann sowas wirklich nicht, Herr Stutz. Sagen Sie doch einfach, dass Sie keine tieferen Gefühle für Sie hegen oder sowas. Kein Mensch kann Sie zwingen zu heiraten. Ach, Sie kennen Edeltraut nicht. Nur 2 Stunden, Frau Doktor, bitte. Ja, wollen Sie, dass ich vor Ihnen auf die Knie falle? Bitte, bitte, bitte schenken Sie einem unglücklichen Mann 1 Stunde Ihres Lebens. Also in der Verfassung lasse ich Sie lieber nicht an meine Haare ran. Also nun reißen Sie sich zusammen, lieber Herr Stutz. Sie kriegen das schon hin. Vielleicht versuchen Sie es ausnahmsweise mal mit Ehrlichkeit. Oder fragen Sie Pfarrer Kempfert um Rat. Ich bin jedenfalls nicht in der Lage, bei dieser Dauerwettenträge mitzuspielen. Zu tun hat. Es dreht sich nicht alles um dich. Was ist mit dir los, Annemarie? Könntest du bitte etwas leise sprechen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann nichts halb. Entweder ganz oder gar nichts. Ich liebe dich. Ich will wissen, ob du mich auch liebst. Wenn ja, dann gehen wir zusammen und bleiben zusammen. Wenn nein, lasse ich dich in Ruhe. Ist das zu viel verlangt? Moment, bevor du etwas sagst, will ich dir noch mitteilen, dass meine ehemalige Lebensgefährtin alles für eine Scheidung in Puerto Rico organisiert hat. Ich muss nur noch hinfliegen. Und wenn du willst, kannst du mitfliegen. Ja, oder auch nicht. Ich will doch nur sagen, dass mich nichts, aber auch gar nichts mehr mit dieser Dame verbindet, außer ein Stück Papier. Ich hab's einfach nicht für nötig gehalten, es dir zu erklären. Es ist belanglos, es ist idiotisch. Du wirst ja sowieso nicht heiraten. Mein Gott, wo bin ich? Leo Busche steht in einem Frauenkloster und redet um sein Leben. Leo. Du fühlst besser. Du fühlst mir so sehr, als wenn mein ganzes Leben lang gefühlt. Bitte, Leo, ich bin das nicht. Weißt du noch, als wir uns kennenlernten, hast du gesagt, ich soll mich nicht von deiner Fassade täuschen lassen. Das Gleiche gilt für mich. Ich weiß nicht, was du in mir siehst. Ich weiß nur, dass ich das nicht bin. Was ich sehe, das genügt mir. Ich brauche nicht mehr. Du vielleicht. Aber ich... Was? Annemarie, wenn ich habe, was du brauchst, nimm's dir doch. Oder habe ich's nicht? Du gibst mir keine Chance. Leo.
Diese Frau scheint Sie zu lieben. Ich weiß zwar nicht, warum, aber vielleicht haben Sie irgendwelche verborgenen Eigenschaften, die mir bisher nicht aufgefallen sind. Und wenn Sie nur einen Funken Menschlichkeit besitzen, oder Männlichkeit, je nachdem, dann heiraten Sie sie, oder Sie sagen ihr, dass Sie sie all die Jahre belogen haben und dass es Ihnen leid tut. Naja, hätte ich mir gleich denken können. Was? Dass Sie für sowas eben keine Ader haben. Dabei dachte ich, Sie als Pfarrer hätten vielleicht Verständnis dafür, wenn einer nicht heiraten will. Das ist doch wohl ein kleiner Unterschied, oder? Nur theoretisch. Na gut. Aber Sie tragen die Verantwortung. Ich? Nee, mein Lieber. Das ist Ihr Bier, Herr Stutz. Also auf einmal. Herr Kempfert, Sie kennen Edeltraut nicht. Wenn ich dir sage, dass ich sie an der Nase rumgeführt habe, dann muss ich im gleichen Moment einen Ring aus der Tasche ziehen und ihren Finger streifen, bevor sie mich erwürgen kann. Männlichkeit. Entschuldigen Sie, ja. Aber das meine ich eben. Sie haben keine Ahnung. Nein. Und wenn ich Sie so reden höre, dann bin ich sehr froh darüber. Beten Sie für mich. Nur Mut, Herr Stutz. Was auch immer Sie tun, danach werden Sie sich wie neugeboren fühlen. Viel in der letzten Zeit. Und? Ja? Ich mache mir Sorgen. Ich auch, Frau Müller, ich auch. Vor allem, wenn Sie da waren, dann ist er hinterher immer ganz... Naja, Sie sind ja kaum noch hier. Ich lebe praktisch mit ihm und ich merke das. Entschuldigen Sie. Aber Sie tun Ihrem Vater nicht gut. So? Jetzt sind Sie beleidigt. Aber irgendjemand muss es Ihnen sagen. Er hat nichts gegen Sie. Er spricht nur gut von Ihnen. Und er ist stolz auf Sie. Aber wissen Sie, wenn man älter wird, dann kann man eben nicht mehr so... Ich meine, dann kann man nicht mehr so mit allem, was Ihr Jungen so denkt und macht. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Trotzdem möchte ich Sie bitten, ihn jetzt zu holen. Ich muss nämlich gleich wieder weg. Oh, Entschuldigung, ich habe bis eben gearbeitet und dabei völlig die Zeit vergessen. Jetzt guckt sie wie ihre Mutter. Tja. Und? Eigentlich wollte ich eine Menge sagen und ich hätte eine Menge zu sagen, aber wozu? Eigentlich habe ich gedacht, wir gehen gemeinsam, aber irgendwo auf dem Weg, da haben wir uns verloren, Mann. Man dreht sich um und keiner ist mehr da. So wird's sein. Fragt sich nur, wer von uns ist stehen geblieben und wer ist weitergegangen? Du glaubst, ich wäre stehen geblieben. Möchtest du eine Partie Schach spielen? Gerne, aber ohne Brett und ohne Figur. Du fängst an. Na schön. Eröffnung. Warum verschenkst du eine Fabrik, für die du leicht das Doppelte hättest erzielen können? Wie meinst du das?
Mr. Taylor hat mich angerufen. Allerdings musste ich ihm sagen, dass die Fabrik inzwischen dir gehört und nicht mehr uns. Weil ich es mir leisten kann. 80 Millionen zu verschenken kann sich keiner leisten, auch du nicht. Wer kein Geld mehr braucht, kann sich alles leisten, du weißt doch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hat dir doch Kempfert eingeredet, oder? Nein, du hast mich draufgebracht. Ich war genau da, wo du jetzt bist. Auch für mich gab es immer nur die Firma. Alles andere war zweitrangig, mein Leben, deine Mutter und auch du. Warum nur? Wozu? Was wollte ich denn beweisen? Dass man 18.000 angestellt haben kann? Dass man 1 Milliarde Umsatz machen muss? Dass man schlauer ist, reicher, mächtiger als wir? Und du bist dabei, denselben Fehler zu machen. Du liebst einen Mann und er läuft dir davon. Zu einer anderen, die nichts ist und nichts hat. Außer ihrem Glauben allerdings. Ist das nicht seltsam? Macht dich das nicht nachdenklich? Menschen, die an etwas glauben, haben dir und mir, die wir vielleicht eine ganze Menge wissen, einiges voraus. Was? Wer an etwas glaubt, muss nichts beweisen. Sich nicht. Der Welt nicht. Niemandem. Damit setzt du dich doch selber in Schachmatt. Ich biete dir ein Remis an. Ich lasse dir deine Freiheit. Du lässt mir die meine. Herr Pfarrer, schnell! Der Herr Stutz auf freies Füßen. Nein, dass ich das erleben darf. Frau Bebel, Sie sind ja richtig gehässig. Ach, das ist doch auch wahr, der Pharisäer. Hier spielt er den Heiligen. Und in Düsseldorf hat er derweil ein Bratkartoffelverhältnis, der Judas. Wie wär's, wenn ich uns beide in die Eberburg einlade? Na, das ist die beste Idee seit langem. Wenn es geht. Zweimal Spargel mit Schinken, einmal Solo. Herr Maywald. Ja? Oh, Donnerwetter. Sie haben sich aber heute hübsch gemacht. Tisch ist reserviert, wie verabredet. Tun Sie mir einen Gefallen. Kommt drauf an. Wenn ich das erste Glas leer getrunken habe, können Sie dann an den Tisch kommen und sagen, dass meine Frau am Telefon sei. Na, warum denn das? Ja oder nein? Na gut, wie Sie wollen. Ich verstehe das nicht. Warum wollen Sie sich den Abend versauen? Die Gäste waren doch ganz passabel. Ich meine, rein proportional gesehen. Sie verstehen das nicht. Sie sind ja glücklich verheiratet. Was sagst du? Zweimal mit, einmal ohne? Ja! Glücklich. Ist alles relativ. Relativ glücklich. Lefkoyen so liebe. Sind zwar Fräsien, aber das macht nichts. Ich liebe Fräsien. Wollen wir uns nicht setzen? Ja. Schönen guten Abend, liebe Frau. Das ist reserviert, wenn ich bitten darf. Okay. Spargel ist heute sehr frisch. Ohne Schinken, mit Schinken. Was darf ich zu trinken bringen? Eine gespritzten Sauer, bitte. Und mir einen Piccolo. Und der Dame einen Piccolo. Einen Piccolo. Tut mir leid, wenn ich heute Mittag am Telefon etwas heftig reagiert habe. Das ist doch verständlich. Ja, nein. Ist unverzeihlich. Weiß auch gar nicht, was in mich gefahren ist. Du siehst wunderschön aus. Danke. Aber das sagst du doch nur so. Nein, im Ernst.
habe ganz vergessen, was für eine blendende Erscheinung du bist. Das ist direkt überwältigend. Die letzte Friseurin ist ja auch schon eine Weile her. Mhm. Warst du mir treu? Wie ein Kartoffelsack. In einem Ernst, du bist die einzige Frau in meinem Leben. Außer deiner Frau? Ja. Nein, das heißt nein. Das heißt eigentlich nicht, aber... So, die Herrschaften, Getränke, der Gespritzte, der Piccolo, liebe Frau. Falls jemand für mich anrufen sollte, ich bin nicht da. Die? Ich bin nicht zu sprechen, klar? Auch nicht für Ihre Frau? Auch nicht für meine Frau. Ah, Herr Kempfert. Guten Abend, Herr Maywald. Schönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Haben Sie noch einen Tisch für uns? Ja, gleich hier vorne, bitte schön. Ja, wie ich draußen auf der Tafel gelesen habe, gibt es heute frischen Stangenspargel. Ja, dann müssen Sie aber ganz schön tief in Ihren Klingelbeutel greifen. 18 Mark die Portion. Na ja, einmal im Jahr können wir uns das leisten. Also gut, zweimal Spargel mit Schinken oder ohne? Für mich mit. Für mich ohne. Also einmal mit, einmal ohne. Hm? Schauen Sie doch nicht so auffällig. Ich werde verrückt. Die junge Tänchen. Das musst du verstehen. Schließlich bin ich kein freier Mann und sowas dauert seine Zeit. Nein, ich habe volles Verständnis. Deine Frau geht vor. Und ich möchte auf keinen Fall eine glückliche Ehe zerstören. Auch wenn ich die Einsamkeit oft kaum noch ertrage. Diese langen Nächte in dem großen Haus, allein. Dann das Klopfen der alten Dampfheizung und das Warten auf die nächste Friseuse. Da werden Monate zu Jahren, Theo. Du Ärmste. Aber das soll nun ein Ende haben. Genau. Deshalb bin ich ja hier. Ja? Ja. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich bereit bin, auf dich zu verzichten. Moment. Sag nichts, Theo. Ich weiß genau, wie du fühlst, aber es muss sein. Außerdem brauche ich die 10.000 Mark für die neue Nachtspeicherheizung. Wie? Na ja. Oder willst du, dass deine Frau von unseren wilden Nächten erfährt, Theolein? Ich wette, von der Seite kennt sie dich kaum. Edeltraut. Theo, 10.000 und ich verschwinde auf Nimmerwiedersehen. Falls du nicht damit einverstanden bist, dann treffe ich mich morgen mit deiner Frau zu einem Kaffeeklatsch. Hast du übergeschnappt? Nein, ich nicht, aber du. Das ist der Witz des Jahrhunderts. Herr Pfarrer. Ja? Herr Pfarrer, wären Sie so nett, würden wir mal kurz an unseren Tisch kommen. Nur eine Sekunde, bitte. Darf ich vorstellen, Herr Pfarrer Gästwein, Frau Kempfert. Angenehm. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt bei uns verläuft, wie erhofft. Das glaube ich kaum. Herr Pfarrer, wären Sie so nett, würden der Dame sagen, dass ich nicht verheiratet bin. Das stimmt, Frau Gästwein. Ich freue mich, dass diese, diese Notlüge unseres Freundes hier endlich aus der Welt geschafft wird. Gratuliere, Herr Stutz. Dazu gehört viel Mut. Herr Stutz ist Junggeselle und steht somit ganz zu Ihrer Disposition. Ich wünsche nur einen schönen Abend. Danke, Herr Pfarrer. Wie du siehst, mein Liebling, ich bin ein freier Mann. Ja, tut mir leid. Du wirst mit deiner Dampfheizung weiterleben müssen, mit mir jedenfalls nicht. Den neuen Organisten? Nein, den alten. Herr Haug ist von seiner Tournee zurück. Ah ja? Und wo ist Leo Busche? Keine Ahnung. Da kommt unser UVD, Unke vom Dienst. Was meinten Sie denn mit trojanischem Pferd in Ihrer Sonntagsbeilage? Es wird sich herausstellen. Es wäre das erste Mal, dass ein Unternehmer freiwillig was hergibt. Da ist doch was wohl. Seien Sie doch nicht so pessimistisch, Herr Babisch. Eber findet es nicht Ruja. Man wird ja sehen. Herr Haug ist wieder da. Ne? Aber das ist keine Schlagzeile wert, oder? Leider nicht, aber es ist auch Gurkenzeit. Können Sie nicht was für mich anstellen? Ne? Erstbesteigung des Glockenturms über die Nordwand oder so. Schönen Sonntag, Herr Pfarrer. Dankeschön. Warum haben Sie mich bei der Predigt immer so angeschaut, Herr Pfarrer? Habe ich das? Ja. Vielleicht haben Sie sich nur besonders angesprochen gefühlt. Und das wäre kein Fehler. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, was hat das mit mir zu tun? Tja. Das ist die Frage. Na ja,
Guten Morgen, Herr Pfarrer. Guten Morgen. Schön, dass Sie wieder da sind. Also, Ihre Predigten haben mir auch richtig gefehlt. Da ist Musik drin. Danke. Nur manchmal finde ich nicht den richtigen Ton. Ach, das ist doch menschlich. Das ist menschlich. Heute Abend für 2 bis 3 Stunden. Herr Stutz. Nicht, was Sie denken, Herr Jemine. Wofür halten Sie mich? Nein, ganz in Ehren. Nur zum Abendessen. Also, das müssen Sie mir schon erklären. Sie wollen mich zum Abendessen einladen? Nein. Das heißt ja. Sie sollen das Abendessen kochen bei mir. Und für mich und eine gewisse Edeltraut Gesswein aus Düsseldorf. In Düsseldorf veranstaltet unsere Innung immer ihren Jahreskongress. Die Friseuga. Und Frau Gesswein und ich, wir haben, wir sind, Sie haben ein Verhältnis. Ja, so könnte man es nennen. Allerdings ein sehr loses Verhältnis. Nein, ich meine ein lockeres Verhältnis. Nein. Ach, Sie wissen schon, was ich meine. Sie meinen keine tiefere Beziehung? Genau. Tiefere Beziehungen machen mich nervös. Vor allem längere, tiefere Beziehungen. Sie meinen eine eheliche Bindung? Ja, Sie sagen es. Der bloße Gedanke macht mich krank. Ein wildfremder Mensch in meiner Wohnung, immer. Jeden Tag, von morgens bis abends und... Abends bis morgens sind das unmöglich. Nur manchen gefällt es. Ja, mir nicht. Wenn Sie jeden Tag 5 bis 10 Ehefrauen unter der Haube hätten und mit anhören müssten, was sich bei denen zu Hause so alles abspielt, nee, da gehe ich lieber ins Kloster. Das mag ja alles stimmen, aber was hat das mit mir zu tun? Viel. Viel, Frau Doktor. Jetzt kommt's nämlich. Edeltraut vermietet zur Messe immer ihr Gästezimmer. Sehr gemütlich. Ja, und was kann ich dafür, dass ich auf Frauen diese magische Anziehungskraft ausübe? Ist direkt gespenstisch irgendwie. Und, naja, also, und da ist es eben passiert. Magisch. Mhm. Tja, und jetzt auf einmal, nach der letzten Friseuga, da fängt es da vom Heiraten an. Ja, verstehen Sie das? Dabei habe ich hier von Anfang an gesagt, dass ich schon verheiratet bin. Aha. Ja, was denken sich solche Frauen eigentlich? Einen glücklich verheirateten Mann heiraten zu wollen. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Ja, aber das glaubt sie doch. Deswegen finde ich seine Unverfrorenheit sondergleichen, dass sie auf einmal jetzt hier antanzt. Auf Geschäftsreise. Ha, dass ich nicht lache. Die will doch nur, dass meine Frau was merkt und sie scheiden lässt oder sowas. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Musik.
übrigens Spargel mit 20 Pfund, ja? Spinnst du? Ist doch noch viel zu teuer. Im Königshof steht er seit 2 Monaten auf der Karte. Die Saison ist doch gleich vorüber. Königshof. Und wir ein 3-Sterne-Restaurant. Bei uns gibt Spargel erst, wenn er unter 5 Mark fällt. Solange tut Schwarzwurzel auch. Sonst noch was? Ja, lass dir nicht wieder vergammelte Bohnen annehmen. Die Hälfte habe ich wegschneiden. Dann fahr du doch zum Großmarkt jeden Morgen. Du kannst aber deine Freiübungen nicht machen bei dem da, bei deinem... Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Gessler. Ich hoffe, mein Mann hat Sie nicht geweckt. Nein, nein, ich möchte ja auch zur Frühmesse. Na dann Halleluja. Kommen Sie. Na, wieder nüchtern? Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, Herr. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Ich muss wissen, wo Annemarie ist. Ich habe für diese Frau alles aufgegeben. Meine Firma, mein Beruf. Tja. Und? Nichts. Das heißt, eigentlich wollte ich eine Menge sagen und ich hätte eine Menge zu sagen, aber wozu? Eigentlich habe ich gedacht, wir gehen gemeinsam, aber irgendwo auf dem Weg, da haben wir uns verloren, Mann. Man dreht sich um und keiner ist mehr da. So wird es sein. Fragt sich nur, wer von uns ist stehen geblieben? Und wer ist weitergegangen? Du glaubst, ich wäre stehen geblieben. Möchtest du eine Partie Schach spielen? Gerne. Aber ohne Brett und ohne Figuren. Du fängst an. Na schön. Eröffnung. Warum verschenkst du eine Fabrik, für die du leicht das Doppelte hättest erzielen können? Wie meinst du das? Mr. Taylor hat mich angerufen. Allerdings musste ich ihm sagen, dass die Fabrik inzwischen dir gehört und nicht mehr uns. Weil ich es mir leisten kann. 80 Millionen zu verschenken kann sich keiner leisten, auch du nicht. Wer kein Geld mehr braucht, kann sich alles leisten, du weißt doch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hat dir doch Kempfert eingeredet, oder? Nein, du hast mich drauf gebracht. Ich war genau da, wo du jetzt bist. Auch für mich gab es immer nur die Firma. Alles andere war zweitrangig. Mein Leben, deine Mutter und auch du. Warum nur? Wozu? Was wollte ich denn beweisen? Dass man 18.000 angestellt haben kann? Dass man 1 Milliarde Umsatz machen muss, dass man schlauer ist, reicher, mächtiger,
als wir. Und du bist dabei, denselben Fehler zu machen. Du liebst einen Mann und er läuft dir davon. Zu einer anderen, die nichts ist und nichts hat. Außer ihrem Glauben allerdings. Ist das nicht seltsam? Nicht werdet wie die Kinder. Tja, und interessanterweise heißt es nicht, wenn ihr nicht seid oder bleibt wie die Kinder, sondern werdet. Anscheinend muss man durch alle Stadien durch, um wieder in dieser reinen Einfalt leben zu dürfen. Sie meinen, ich bin einfältig? Selig die Einfältigen, nicht die Dummen. Einfalt ist eine sehr schwer erlernbare Tugend. Keine Sorge, wir beide sind davon noch weit entfernt. Bleiben Sie zum Essen. Sie tun mir irgendwie gut heute. Ich muss leider gehen. Eigentlich bin ich nur gekommen, um Ihnen zu gratulieren. Und ich muss sagen, ich habe einiges von Ihnen gelernt in der kurzen Zeit. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ein Kamel manchmal doch durch ein Nadelöhr geht. Danke. Bitte. Für das Kamel. Wollen Sie nicht doch bleiben? Nachher kommt meine Tochter und Ihre Anwesenheit. Ich meine, Sie könnten einen ganz guten Puffer abgeben. Tut mir leid, aber ich habe noch zu tun. Und ich habe niemand, dem ich meine Firma schenken kann. Wieso? Schenken Sie die Kirche doch Ihrer Gemeinde. Das geht leider nicht. Sie gehört ihr schon. Auch wenn sie es nicht wissen will. Sie schickt mir der Himmel. Der Himmel? Ich habe einen Termin bei Ihnen. Waschen und legen. Sie müssen mir helfen, Frau Doktor. Sie sind meine letzte Hoffnung. Was ist denn passiert? Die Katastrophe ist eingetroffen. Das ist passiert. Sie zittern ja. Sind Sie krank? Frau Doktor, ich brauche eine Frau. Heute Abend für 2 bis 3 Stunden. Herr Stutz. Nicht, was Sie denken, Herr Jemine. Wofür halten Sie mich? Nein, ganz in Ehren. Nur zum Abendessen. Also, das müssen Sie mir schon erklären. Sie wollen mich zum Abendessen einladen? Nein. Das heißt ja. Sie sollen das Abendessen kochen bei mir. Und für mich und eine gewisse Edeltraut Gesswein aus Düsseldorf. In Düsseldorf veranstaltet unsere Innung immer ihren Jahreskongress. Die Friseuga. Und Frau Gesswein und ich, wir haben, wir sind, Sie haben ein Verhältnis? Ja, so könnte man es nennen. Allerdings ein sehr loses Verhältnis. Und, naja, da ist es eben passiert. Magisch. Mhm. Tja, und jetzt auf einmal, nach der letzten Friseuga, da fängt es da vom Heiraten an. Ja, verstehen Sie das? Dabei habe ich hier von Anfang an gesagt, dass ich schon verheiratet bin. Aha. Ja, was denken Sie solche Frauen eigentlich, einen glücklich verheirateten Mann heiraten zu wollen? Sie sind aber gar nicht verheiratet. Ja, aber das glaubt sie doch. Deswegen finde ich seine Unverfrorenheit sondergleichen, dass sie auf einmal jetzt hier antanzt. Auf Geschäftsreise. Dass ich nicht lache. Die will doch nur, dass meine Frau was merkt und sie scheiden lässt oder sowas. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Doch. Und zwar mit Ihnen, Frau Doktor. Moment mal, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Heute Abend lade ich Frau Gesswein zu uns nach Hause ein. Naja, was ist denn schon dabei? Wir haben uns zufällig auf der Messe kennengelernt. Meine Frau ist sehr großzügig. Wir sind glücklich verheiratet. Edeltraut merkt, dass sie keine Chance hat und zieht wieder ab. Na, was meinen Sie, Frau Doktor? Sie kriegen auch Ihre Dauerwelle umsonst, auf Lebenszeit. Nein, das kann ich nicht, Herr Stutz. Wirklich nicht. Ausgeschlossen. Nur einen Abend, da wo ich doch Ihr bester Kunde bin. Na, ich habe doch zigtausend in Ihrer Praxis gelassen. Eine Hand wäscht die andere. Ich kann sowas wirklich nicht, Herr Stutz. Sagen Sie doch einfach, dass Sie keine tieferen Gefühle für Sie hegen oder sowas.
Kein Mensch kann Sie zwingen zu heiraten. Sie kennen Edeltraut nicht. Nur 2 Stunden, Frau Doktor, bitte. Ja, wollen Sie, dass ich vor Ihnen auf die Knie falle? Bitte, bitte, bitte schenken Sie einem unglücklichen Mann 1 Stunde Ihres Lebens. Also in der Verfassung lasse ich Sie lieber nicht an meine Haare ran. Also nun reißen Sie sich zusammen, lieber Herr Stutz. Sie kriegen das schon hin. Vielleicht versuchen Sie es ausnahmsweise mal mit Ehrlichkeit. Oder fragen Sie Pfarrer Kempfert um Rat. Ich bin jedenfalls nicht in der Lage, bei dieser Dauerwettenträge mitzuspielen. Wenn ich Ihnen neue Dauerwellen mache, kostenlos, versteht sich, und Sie ein bisschen aufmotze, ja, dann könnten Sie doch meine Frau sein, oder? Herr Stutz! Frau Bebel, ich brauche meine Frau, ja, und zwar sofort. Ja, ja, schon, aber ohne mich. Nur für ein paar Stunden, Frau Bebel, bitte. Herr Stutz, sind Sie denn verrückt? Bitte, Frau Bebel. Nehmen Sie doch die Finger da fort. Ich bitte. Was gibt's denn bitte, sowas? Lass Frau mich Bebel. Los! Frau Bebel, bitte! Du Rindvieh! Ja? Nein, nein, da sind Sie falsch verbunden. Na schön, was willst du? Was ich Ihnen zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Auch wenn der Betriebsrat so tut, als handle es sich um die üblichen Auseinandersetzungen um Prozente und Vergünstigungen. Es geht diesmal um mehr, um viel mehr. Es geht um alles oder nichts. Manche von Ihnen, die meinen Vater noch gekannt haben und die schlechte Zeit nach dem Kriege mitgemacht haben, werden sich erinnern, es ging auch damals um alles oder nichts. Und damals haben alle zusammengehalten, vom jüngsten Lehrling bis hinauf zum Chef. Warum? Weil es gar nicht anders ging, weil es allen gleich dreckig ging. Darum. Und weil keiner wusste, ob es weitergeht oder nicht. Und bis vor wenigen Wochen wusste auch hier keiner, ob es mit dem Werk Eberfeld weitergeht oder nicht. Sie alle kennen die Auftragslage. Sie haben mitgekriegt, dass der Aufsichtsrat der Dannecker AG für die Schließung des Werks Eberfeld plädiert hat. Und deshalb habe ich die Fabrik aus dem Konzern herausgelöst und zurückgekauft. Man hat mich für verrückt erklärt und übrigens nicht zum ersten Mal. Und vielleicht bin ich es auch, wenn ich glaube, dass dieses Werk, das Stammwerk der Dannecker AG, das mein Vater und Ihre Väter zusammen aufgebaut haben, nicht einfach wegen ein paar schlechten Bilanzen dicht gemacht werden darf. Dieses Werk ist zu retten, wenn alle wie damals an einem Strang ziehen. Das heißt, vollen Einsatz fahren, bis die Produktion auf die neue Technologie umgestellt ist. Es hängt von Ihnen ab, von Ihnen allen. Ich bin leider zu alt dazu, für dieses Abenteuer, aber ich beneide Sie. Entschuldigen Sie, wenn ich sentimental werde. Ich habe mich entschlossen, Ihnen, meinen Mitarbeitern,
Werk Eberfeld zu schenken. Ich bin überzeugt, das ist im Sinne meines Vaters. Und zum Besten von Ihnen allen. Ich danke Ihnen. Das kann ich. Vater! Herr Groninger! Kommen Sie bitte! Herr Groninger! Jetzt geht's los. Wie still beschäftigt sich das? Herr Kämpfer, bitte! Und, wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Abstimmung, denke ich, und dann müssen die Anwälte ran. Was für ein Durcheinander. Sind Sie so nett und setzen mich bei Danneckers zu Hause ab? Ja, strengen Sie ein. Okay, da war schon sehr viel Schönes dran. Wollen Sie mal hören, kommen, Herr Haug? Sie? Hallo, Herr Haug. Was wollen Sie? Ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Ist es jetzt soweit? Hat Annemarie Sie endlich durchschaut? Sie ist verschwunden. Und ich habe gehofft, dass Sie mir vielleicht sagen können, wo sie ist. Sie haben Humor. Also was ist? Kommen Sie? Immer Ihren Jahreskongress. Die Friseuga. Und Frau Gesswein und ich, wir haben, wir sind, Sie haben ein Verhältnis. Ja, so könnte man es nennen. Allerdings ein sehr loses Verhältnis. Ich meine ein lockeres Verhältnis. Nein. Sie wissen schon, was ich meine. Sie meinen keine tiefere Beziehung? Genau. Tiefere Beziehungen machen mich nervös. Vor allem längere, tiefere Beziehungen. Sie meinen eine eheliche Bindung? Ja, Sie sagen es. Der bloße Gedanke macht mich krank. Ein wildfremder Mensch in meiner Wohnung, immer. Jeden Tag, von morgens bis abends und... Abends bis morgens sind das unmöglich. Ja, manchen gefällt es. Ja, mir nicht. Wenn Sie jeden Tag 5 bis 10 Ehefrauen unter der Haube hätten und mit anhören müssten, was sich bei denen zu Hause so alles abspielt, nee, da gehe ich lieber ins Kloster. Das mag ja alles stimmen, aber was hat das mit mir zu tun? Viel. Viel, Frau Doktor. Jetzt kommt's nämlich. Edeltraut vermietet zur Messe immer ihr Gästezimmer. Sehr gemütlich. Ja, und was kann ich dafür, dass ich auf Frauen diese magische Anziehungskraft ausübe? Ist direkt gespenstisch irgendwie. Und, naja, also... Und da ist es eben passiert. Magisch. Mhm. Tja, und jetzt auf einmal, nach der letzten Friseuga, da fängst du vom Heiraten an. Ja, verstehen Sie das? Dabei habe ich hier von Anfang an gesagt, dass ich schon verheiratet bin. Aha. Ja, was denken Sie solche Frauen eigentlich? Einen glücklich verheirateten Mann heiraten zu wollen. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Ja, aber das glaubt sie doch. Deswegen finde ich seine Unverfrorenheit sondergleichen, dass sie auf einmal jetzt hier antanzt. Auf Geschäftsreise. Ha, dass ich nicht lache. Die will doch nur, dass meine Frau was merkt und sie scheiden lässt oder sowas. Sie sind aber gar nicht verheiratet. Doch.
Und zwar mit Ihnen, Frau Doktor. Moment mal, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Heute Abend lade ich Frau Gesswein zu uns nach Hause ein. Naja, was ist denn schon dabei? Wir haben uns zufällig auf der Messe kennengelernt. Meine Frau ist sehr großzügig. Wir sind glücklich verheiratet. Edeltraut merkt, dass sie keine Chance hat und zieht wieder ab. Na, was meinen Sie, Frau Doktor? Sie kriegen auch Ihre Dauerwelle umsonst, auf Lebenszeit. Nein, nein, das kann ich nicht, Herr Stutz. Wirklich nicht, bitte, ausgeschlossen. Bitte, nur einen Abend, da wo ich doch Ihr bester Kunde bin. Na, ich habe doch zigtausend in Ihrer Praxis gelassen. Eine Hand wäscht die andere. Ich kann sowas wirklich nicht. Zu das ganze Theater. Es will Ihnen doch keiner was. Und Sie sind ja nicht verheiratet. Aber das ist es ja gerade, Frau Bebel. Ich bin nicht verheiratet. Verstehen Sie denn nicht? Wenn ich verheiratet wäre, wäre ja alles in bester Ordnung. Ja, Moment mal. Vielleicht können Sie... Es ist zwar nicht mehr die Jüngste, aber... Wenn ich Ihnen neue Dauerwellen mache, kostenlos, versteht sich, und Sie ein bisschen aufmotze, ja, dann könnten Sie doch meine Frau sein, oder? Herr Stutz! Frau Bebel, ich brauche meine Frau, und zwar sofort. Ja, ja, schon, aber ohne mich. Nur für ein paar Stunden, Frau Bebel, bitte. Herr Stutz, sind Sie denn verrückt? Bitte, Frau Bebel. Nehmen Sie doch die Finger da fort. Ich bitte. Was gibt's denn sowas? Lassen Sie mich los! Frau Bebel, bitte! Du Rindvieh! Ja? Nein, nein, da sind Sie falsch verbunden. Na schön, was willst du? Was ich Ihnen zu sagen habe, fällt mir nicht leicht. Auch wenn der Betriebsrat so tut, als handle es sich um die üblichen Auseinandersetzungen um Prozente und Vergünstigungen. Es geht diesmal um mehr, um viel mehr. Es geht um alles oder nichts. Manche von Ihnen, die meinen Vater noch gekannt haben und die schlechte Zeit nach dem Kriege mitgemacht haben, werden sich erinnern, es ging auch damals um alles oder nichts. Und damals haben alle zusammengehalten, vom jüngsten Lehrling bis hinauf zum Chef. Warum? Weil es gar nicht anders ging, weil es allen gleich dreckig ging. Darum. Und weil keiner wusste, ob es weitergeht oder nicht. Und bis vor wenigen Wochen wusste auch hier keiner, ob es mit dem Werk Eberfeld weitergeht oder nicht. Sie alle kennen die Auftragslage. Sie haben mitgekriegt, dass der Aufsichtsrat der Dannecker AG für die Schließung des Werks Eberfeld plädiert hat. Und deshalb habe ich die Fabrik aus dem Konzern herausgelöst und zurückgekauft. Man hat mich für verrückt erklärt und übrigens nicht zum ersten Mal. Und man dreht sich um und keiner ist mehr da. So wird es sein. Fragt sich nur, wer von uns ist stehen geblieben und wer ist weitergegangen? Du glaubst, ich wäre stehen geblieben. Möchtest du eine Partie Schach spielen? Ja. Aber ohne Brett und ohne Figuren. Du fängst an. Na schön. Eröffnung. Warum verschenkst du eine Fabrik, für die du leicht das Doppelte hättest erzielen können? Wie meinst du das? Mr. Taylor hat mich angerufen. Allerdings musste ich ihm sagen, dass die Fabrik inzwischen dir gehört und nicht mehr uns. Weil ich es mir leisten kann. 80 Millionen zu verschenken kann sich keiner leisten, auch du nicht. Wer kein Geld mehr braucht, kann sich alles leisten, du weißt doch. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hat dir doch Kempfert eingeredet, oder? Nein, du hast mich draufgebracht. Ich war genau da, wo du jetzt bist. Auch für mich gab es immer nur die Firma. Alles andere war zweitrangig, mein Leben.
deine Mutter und auch du. Warum nur? Wozu? Was wollte ich denn beweisen? Dass man 18.000 angestellt haben kann? Dass man 1 Milliarde Umsatz machen muss? Dass man schlauer ist, reicher, mächtiger als wir? Und du bist dabei, denselben Fehler zu machen. Du liebst einen Mann und er läuft dir davon. Zu einer anderen, die nichts ist und nichts hat. Außer ihrem Glauben allerdings. Ist das nicht seltsam? Macht dich das nicht nachdenklich? Menschen, die an etwas glauben, haben dir und mir, die wir vielleicht eine ganze Menge wissen, einiges voraus. Was? Wer an etwas glaubt, muss nichts beweisen. Sich nicht. Der Welt nicht. Niemandem. Damit setzt du dich doch selber in Schachmatt.